Hier die Tür aufgemacht. Da hinten bei dir irgendwo, ne? Okay, ich bin alleine. Keine Fingerabdrücke. Ich bin tot. Keine Chance. Oh mein Gott! Ich würde einmal nur kurz EMF noch checken, Alter. Hallo! Hallo! Okay! Ein Reitschuh war das. Junge, ich habe einfach einen Pfeil am Boden gebaut. Aus welcher Richtung der kommt mit dem ganzen Toilettenpapier? Ja, das ist ja egal. Ich weiß schon, aus welchen Dings der kam. Du Scheiße, Alter. Ich wollte EMF checken, weil der Rakim nichts gesagt hat, ob EMF auf 5 war oder nicht. Ja, ich bin in dem Moment, wo es ausgeschlagen ist, direkt gestorben. Ja, du hättest nur schreien müssen für den Hinweis. Egal. Hat Spaß gemacht. Ich geh jetzt eben auf GTA Live meinen Charakter machen. Ja, ja. War heute nicht Teamstick. So der Tag, ne? Warum? Unseren. Ja, war, weißt lass du nicht. Lass Teamstick reden. War heute nicht so der Tag, sagt er, Alter. Ganz kurz Badezimmer. Hallo? Hallo, hallo? So. Ich auch Badezimmer. Hm. Ich hab gesagt, ich hab Durchfall. Hm. Oh, was ist das für ein cooles Hintergrundbild, ne? Habt ihr gesehen? Oh, ui, ui. Woher hat er das denn? Hat er das gemalt? Ui. Stell dir mal vor, der hätte eine Affenmaske auf oder so, ne? Ui, 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 ui. Also, das ist jetzt nicht gerade gut gelaufen. Da, GTA wo heute, ich erstelle jetzt den Charakter und guck ein bisschen, ob ich da irgendwas entdecken kann. Und nein, wir spielen kein RP. Was sagst du, Jonny? Ach, das, irgendwie bin ich oft gestorben heute. Ja, du bist schuld. Nee, bin ich nicht. Doch. Oh, der Rakim schreibt mir. Der wird bestimmt. Ruf mal bitte, ja, ja. Hallo. Hallo. Oh, du kamst, sind wir immer, haben wir immer fleißig überlebt. Ja, mit mir ist das natürlich ein bisschen anspruchsvoller, wird schwieriger mit mir, ne? Ich bringe ja auch eine gewisse Prominenz mit in das Spiel. Also, ja, ich bin mal eben kurz, ich hab gesagt, ne, vorhin, bis gleich. Oh, ich hab meinen Stream die ganze Zeit im Hintergrund aufgehabt, fuck. Aber ich bin meiner Quote treu geblieben, ich bin jede Runde gestorben. Wo ist denn Alt-V, Alter? Ich hab's doch installiert, Mann. Falsch. Hier? Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Teamspeak joinen muss dafür, um den Charakter zu erstellen. Oh, wir gucken mal. So, startet Unos Momentos. Passwort macht schon Bock, vor allem nach jedem Update immer, wenn irgendwie neue Sachen reinkommen und so. Ist okay, das Spiel, ich bin halt nur gerade schlecht da drin. Du musst dann Solo spielen, Junge. Da geht, also mir zumindest geht da die Pumpe.
Strecken weg vielleicht. Bin mal auf den Character Creation Dings da gespannt, wie gut der aussieht. Einmal switchen kurz. Ne, mach ich jetzt. Ich glaube, der. Ah, ne. Okay. What is that? Ah. Ich nehme mal kurz wechseln. Wähle einen Charakter aus. Hab ich doch. Charakter wählen. Ah, hier, Kurt Skusch. Dein Charakter ist bisher noch nicht eingereist. Du kannst jetzt noch das Aussehen und die Eigenschaften des Charakters festlegen. Sobald du mit deinem Charakter eingereist bist, kannst du grundlegende Eigenschaften nicht mehr ändern. Okay. Mal Musik ein bisschen leiser kurz. Oh, das ist aber heilige Scheiße. Das ist fancy, Alter. Willkommen, San Andreas. Endlich hast du es geschafft. Es wird höchste Zeit, dass wir uns um dich und deine Persönlichkeit kümmern. Jedoch bin ich bei mir, bei deinem Geschlecht, ganz sicher, trifft deine weise Auswahl. Ich bin ein Mann. Das sieht aber schon mal cool aus. Oh, wie im Online-Modus. Hätte jetzt auch das. Alter. Das ist krass. Wo? Oh. Von 96 bin ich. Und muss den Charakter ein bisschen jünger machen. Haben die... Hast du denn Frisuren? Oh, it's dead, kann man den... Oh mein Gott. Boah, das ist nicht schlecht. Vor allem, eine Sache fällt mir sofort auf. Der Charakter bewegt sich einfach nicht. Du kannst den vernünftig anpassen jetzt. Ja, ich werde einen Afro machen. Mir gefällt die Dings. Haarfarbe. Oh, das ist sehr, sehr fancy gemacht, muss ich echt sagen. Was denn? Oh, du kannst sogar Strähnchen nehmen? Wow. Sind die Caps dann RIP, wenn man den Afro macht? Bei Standardfrisuren eigentlich nicht, weil bei den Standardfrisuren ist immer nur die Frisur hinterlegt, wenn du eine Cap trägst. Eigentlich dürfte das nicht sein. Aber das sehen wir dann. Okay. Boah, Bruder. Boah, das ist immer so schwer mit dem Charakter, ne? Warte mal, wo sind denn die... Ach, hier. Ach, du kannst hier sogar Dings machen, dass du zwei Väter hast. Das ist auch nicht auf jedem... Ja, kann man. Ja! Oh, der kommt schon sehr nah dran. Von mir aus kann er noch einen Monat was anderes machen. Ich glaube nicht, dass Da Vinci so drauf Dings ist. Wegen YouTube. Dann macht er der auch nur hobbymäßig, weil ihm das Spaß macht. Dünnerer Hals, nein. Nein, nein, nein. Wir wollen ja nicht den GTA Live Curtis machen. Der muss sich auch ein bisschen verändert haben. Was ist denn das hier? Nase... Stirn, Augen. Oh, du kannst diesen
Dingsblick machen, dass du absolut dicht bist. Also ich muss echt sagen, bisher sieht das echt gut aus, Alter. Wow. Wart. Ah ne, das ist Dings. Aber da können wir auch schon mal die richtige aussuchen. Die Bart. Ich muss den ja ein bisschen älter aussehen lassen, ne? Ich erstelle meinen Charakter auf GTA Live. Damals hatte Curtis auf GTA Live kein Bart, hatte die Dreads, hatte einen ultra dünnen Hals und sah aus, als wäre der von Weight Watchers gekommen. Der Hals ist einfach stark, den machen wir gleich, immer mit der Ruhe. Ich finde, der Ding, das ist hier so der typische Johnny-Bart, Alter. Aber ich fand den gar nicht so schlecht. Aber ich werde meinen typischen Bart wie immer nehmen, und zwar den hier. Alterung. Schäden? Die werden gar nicht angezeigt, ne? Ah, ich bin nur dumm. Nase und so machen wir gleich. Warum neuer Char? Weil wir den OG-Charakter auspacken von GTA Live damals, der nur ausgereist ist, was der ja ist, und jetzt wiederkommt halt. Der muss halt ein bisschen älter aussehen. Alte, schlaff, verlebt. Oldie, Ruhestand. Junkie? Wait, reden wir vom Oldschool DayZ GTA Live? Ja, richtiges GTA Live. Wo wir damals angefangen haben zu spielen. 2017. Ich glaube, ich mache ein bisschen Depri. Aber nicht so stark. Weil die Geschichte von dem Charakter ist, er ist nach Vegas, natürlich wie alle Gangster, ausgereist. Hat da, ich werde nicht verraten wie, hat da Mila irgendwo kennengelernt. Unter gewissen Umständen. Und wird jetzt von seinen eigenen Dämonen heimgesucht. Die besten Umständen wird jetzt von seinen eigenen Dämonen heimgesucht, so diese Vergangenheitsdings. Was für Zillinge. Und was laberst du, Junge? Junge, halt Small, Alter. War das mit Grove und so weiter? Ja, ja, da haben wir die Grove damals erstellt. Ah, oh, kein Tor. Schäden, was gibt es da für Schäden? Genau. Ja, ja, aber ich hab, kann halt, es ergibt ja keinen Sinn mehr, wenn ich sage, ja, ich war hier mal Millionär und so, ne? Könnte ich sagen, ja. Steht auch in meiner Bewerbung drin. Ich werde auch Grove-Mitglied sein, aber ich denke mal, wir werden diesmal keine großartig, weil Gang bespielen können, weil das ergibt einfach gar keinen Sinn. Breeden, Dankeschön für den Host und wunderschönen guten Abend. Wir stellen uns gerade den Charakter auf GTA Live. Ja, aber wieder damals, soll ich jetzt. Guck mal, Bruder, die ganze Zeit damals, ne? Ich hab einen Privatjet gehabt, wir hatten Millionen, Alter, jeder von uns. Ja, ja, klar, ist alles verloren. Aber da, man kann noch in der Grove wohnen und so, aber du kannst doch jetzt keinen. Du kannst doch nicht wieder das Gleiche wie damals machen, so. Weißt du? Ja, klar kannst du Business machen, natürlich. Klar kannst du auch grün tragen, aber du kannst nicht mehr da abhängen und sagen, yo, so, ich stehe für mein Viertel ein, so, weißt du, dieses Gang-AP. Was haben wir? Schminke brauchen wir nicht, Lippenstift auch nicht. Nase.
Nasenrücken. Erstmal eine normale. Krümmung kann auch auf Dings bleiben. Auch nicht so breit. Halb Mensch, halb Nase. Ach, der Bumsnoob. Wo geht denn Augenfarbe? Wo geht denn Augenfarbe? Bin ich doof? Ah, hier. Haben die alle drinne? Die Augenfarbe hatte ich damals, Alter. Ist der Hood-Vendetta-Vertrag eigentlich noch gültig? Ja, ja, klar. Junge, wenn man mal so drüber überlegt, ne, dieser Vertrag, den ich damals gemacht habe, den auch alle unterschrieben haben, das war das übelste Power-EP eigentlich, ne? Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das überhaupt gemacht haben. Ja, das hat auch keine Sau. Das hat gar keine Sau gejuckt, Alter. GTA Live war damals so eine Mischung aus, was man so heute auf Immortal sieht, ungefähr so. Dieses Gameplay, dieses Scheiß auf alles, Alter. Und aber dazwischen noch richtig gutes EP. Also diese Storys, das war ja... Bisschen böse reingucken, Stirn, komm mal so. Augen. Ja, Mann. Mann, ich weiß noch, wie wir damals, Alter, wie der Cooper oder Jamar, Alter, über Schwarzwassergelände einfach aus dem Heli gesprungen ist, Junge. Er hat keine Sau irgendwas gesagt. Ja, okay. Bisschen schmaler. Das war auch gut und deshalb haben die Leute auch, guck mal, das muss man so sehen. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, ne, weil ich schon oft im Chat gelesen habe und du anglerst und so. Ja, was die auf Immortal machen, ist absoluter. Oder gehen wir mal komplett zurück, als wir New World angefangen haben und ich mit Oni gequatscht habe, ne? X-Oni, der hier damals immer zugeguckt hat und jetzt sogar ab und zu noch reinguckt. Ich habe den halt mal gefragt, oder wir haben quasi darüber geredet, und der meinte zu mir, so GTA Live war die beste Zeit, weil einfach unfassbar viele dumme Sachen passiert sind. Erstens, das RP war erstens richtig gut. Man hat einfach spielen können, ohne dass einer rumgeheult hat. Die Bugs waren absolut lustig, Alter. Wenn dir die Autos im Ohren geflogen sind und so. Und das war halt, zum Entertain war das halt einfach das Beste. Und als wir dann, warte mal bitte. Und als, ja, lass mich bitte aussprechen. Ja, Mila? Mila? Hallo? Ich will kurz erklären. Und als GTA Live quasi, der eine Supporter war ja nicht GTA Live, sondern dieser eine Supporter, am Ende von GTA Live so reingeschissen hat, wie diesen, wegen diesen Agent Chrome, und wir Alternate Live gemacht haben und das dann ein bisschen ernster genommen haben, weil wir gesagt haben, pass auf, das Geilste war einfach die, das Geilste an RP war einfach diesen krassen Stories. Und wir wollten diesen Server so aufbauen für diese Stories, was wir auch geschafft haben. Wir haben aber vergessen, dass es noch mehr Sachen gab als diese Stories, und zwar diesen Spaß haben und nicht rumholen, Alter. Und deshalb gucken auch heute so viele Leute diesen GTA-Content, die Leute, die dieses Gameplay machen, ne? Weil es einfach unterhaltsam ist, Alter. Es ist einfach unterhaltsam. Das kannst du nicht abstreiten. Wenn man im Mund guckt oder wer auch immer da alles auf dem Server unterwegs ist und so, die haben keine Ahnung, was die machen. Die machen einfach so. Die haben keinen bestimmten roten Faden, die machen einfach. Na klar, passieren da auch schlimme Sachen, aber die machen einfach und die haben Spaß. Und fertig. Nur, es gibt nur einen Unterschied zwischen damals. Damals war Metagaming eigentlich ein sehr seltenes Dings. So, ne, Uwe Nickel, den ganzen Quatsch. Das war eher so auf eine persönliche Ebene. Dann hat es eingetroffen, wie in den Stay damals. Und mittlerweile gehört das einfach dazu. Die Leute machen Meta und die Leute hacken. Es gehört einfach dazu. Wenn du damit nicht klarkommst, so, zock das nicht. Fertig.
Was? Ein was? Ein, ja, hey, ja, nee, nee, ich meine, die Leute machen jetzt so Meta aufgrund dessen, weil die gewinnen wollen und so. Und damals war Meta nur, weil die einen richtig zerstören wollten. Guck dir diese Pavel-Geschichte an, der meinen Charakter hinrichten wollte, weil der dann nicht drauf klarkam, dass die eine Dings mit uns gezockt hat und so eine Scheiße, weißt du? Oder gegen Stade hat Meta und so. Die Leute haben noch kein Meta gemacht, um zu gewinnen, sondern weil die so ein persönliches Problem mit einem hatten. Nee, jetzt muss Mila sagen, was die sagen wollte. Mila. Du wolltest irgendwas sagen. Welcher geht ja live, meinst du jetzt? Nee. Pass auf, das Ding, was GTA Live auch richtig gut gemacht hat, das war einer von zwei Servern, die damals existiert haben. Und zu dem Zeitpunkt war GVMP noch gar nicht auf Dings so, ne, mit Teamspeak und so, da musste man noch schreiben. GVMP war der erste Server, wo Rakim und ich gejoint sind. Wir sind da hingelaufen, haben direkt irgendwelche Bowlers weggehauen und die haben direkt im Chat geschrieben wie SMP. Und deshalb sind wir auch wieder da runtergegangen, weil das einfach dumm war. Wir kamen aus Arma 3 und da konnte man schon reden. Ja, ja. Dieses Gameplay von damals gibt's heute immer noch, aber es gibt diese Stories nicht mehr in meinen Augen. Zumindest sehe ich die nicht. Kann nur sein, dass ich mich irre, klar. Ja, das Gehacke gab es damals wahrscheinlich auch schon irgendwo, vereinzelt, aber nicht so heftig wie heute, ja. Nein, nein, du hast recht. Ich weiß, was du meinst. Das hat sich alles verschoben. Es gibt dieses Gameplay noch, was es damals schon gab. Das gibt es heute immer noch. Und das ist auch... Ich kann verstehen, dass einige Leute, die das 2017 machen oder davor schon mit Arma und so auch ein bisschen in die Hardcore-Schiene gegangen sind, bla bla bla, so ein bisschen das belächeln, sag ich mal. Wenn ich das sehe, denke ich mir, yo, Bruder. Also wenn ich das sehe, so aus Twitch-Sicht, ne, und Subs und Zuschauer und blau, bla bla bla, denke ich mir, yo, kann ich auch, Alter. Aber macht keinen Spaß, so. Macht keinen Bock. Ja, das sind nur Klamotten. Man muss aber auch verstehen und akzeptieren, dass einige Leute einfach keinen Bock darauf haben. Und das ist cool.
So, wenn man heute die Server ansieht, es gibt so gut wie kaum noch Hardcore-P-Server. Weil die Leute wollen das Gameplay-Ding einfach haben. Guck mal, es gibt jetzt so einen, weiß nicht, Monte und wie heißt der andere, Knossi zum Beispiel und so diese richtig heftigen Dinger, ne? Die das heute erst so wirklich entdecken. So wirklich, wirklich für sich entdecken und dann anfangen zu spielen, weißt du? Die spielen das genauso wie wir damals. Nur ohne diese. Vielleicht kommen die selber noch auf diesen Trichter, dass die sagen, boah, die Story heute, die wir gespielt haben, das war richtig insane so. Aber das ist ja auch so ein Ding, was die für sich selber entscheiden. Wir reden jetzt in unserer Bubble darüber, boah, die Stories, die wir damals gespielt haben, so, auf GTA Live und Urteil, das war richtig geil. Und es kann sein, dass für Außenstehende, die darüber lachen und sagen, yo, das war daran geil, das war absolut scheiße. Ist auch. Alles, wie wir überhaupt zu Growth gekommen sind, aber das liegt aber auch nur in unserer, ich sag mal, in unserem Ding, ne? Weißt du, was ich meine? So, das haben wir erlebt, ja, für uns ist das cool. Junge, der Charakter. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem Gesicht, Alter. Ja, aber guck mal, ich finde das nicht so schlimm, genau wie bei GVP damals, wenn der Server quasi damit nach außen wirbt, sag ich mal, ne? Dass man hier Softcore-RP macht und das hier nicht so eng sieht und so, dann ist das cool. Weil du kannst nicht mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, ja, die macht kein Hardcore-RP. Ja, das ist doch deren Server, die machen. Ja, Midcore so. Bruder, aber wie willst du das definieren, Alter? Wie willst du das definieren? Du bist schwanger, aber du bist nur ein bisschen schwanger? Du bist verletzt, aber bist immer nur ein bisschen verletzt, so, weißt du? Nee, eine Woche nicht. Es kommt jeder, also in meinen Augen ist das beste System, wenn du eine heftige Verletzung hast, wie du fährst mit 200 gegen die Wand oder so, du bist nicht tot, ist klar. Aber wenn es eine heftige Verletzung ist, solltest du das schon mindestens für den Abend, für diesen Tag, den du spielst, disabled sein. Damit du einen Grund hast, aufzupassen auf deinen Charakter und den nicht unnötig, in Anführungszeichen, verletzt, dass du abends noch irgendwie bei Action dabei sein kannst. Wenn du einen Fick drauf gibst und sagst, ich hau jetzt hier mit einem Fallschirm, fliege ich da gegen den Tower, knall runter und lach mir den Arsch ab, dann solltest du auch abends nicht mit Brettern und sowas gehen können. Naja, eine Woche ist doch zu heftig. Mann, Alter. Eine Woche macht doch keinen Bock. Du musst ein gutes Mittelding finden. Aber manche Server sagen halt scheiß komplett drauf und machen. Also. Und sagen halt, jo, wir spielen das überhaupt gar nicht aus. Ich bin mit dem Gesicht noch nicht zufrieden. Was mir bei Unity nur gefehlt hat, ist einfach das Ding gewesen, wenn sich zwei Gangs oder so bekriegt haben oder Muffin oder whatever. Weil das Krankenhaus so überfüllt, dass du da wirklich eine Stunde und manchmal sogar zwei Stunden warten musstest, bis der kurz, und die Medics waren absolut entnervt, bis der dir kurz irgendwie so ein RP geboten hat, Alter, um schnell fertig mit dir zu sein. Deshalb habe ich auch damals so ein Dings gegeben, so ein Konzept von wegen, wenn Krankenhaus überfüllt ist, öffnet diesen Raum da hinten, dafür gibt es einen Schlüssel, da wird es einen NPC-Healer geben und dann könnt ihr die Leute, ne, 50-50 aufteilen, die gehen zum NPCs, und die anderen, mit denen machen wir RP, weil wir haben dann keinen Druck mehr und können noch mit denen RP machen. Aber wurde nicht angenommen.
Das find, wie Nifty das quasi hatte. Wenn kein Medic da war, konntest du dich heilen lassen von dem NPC. Kannst du doch genauso gut ausspielen. Wir haben doch sonst alles andere auch immer ausgespielt. Fett Toni und so eine ganze Kacke. Das etabliert sich doch von ganz alleine, Mappy. Ich glaube, auf Immortal ist das sogar so, ich weiß nicht. Wenn du da ein ADAC rufst, ist natürlich 5M ist wieder was ganz anderes. Aber da kommt ein NPC da vorbei, ne? Und repariert dein Auto, Alter. Was ist da los, Junge? Beste, warum denn nicht? Onkel, stell dir mal vor, wir müssten nach jedem Gamba ausspielen, wären wir den ganzen Tag am Arsch. Ja, das geht halt natürlich nicht. Du kannst aber trotzdem auch einen RP-Server auf The Bowie-Stand aufbauen. Da das normales RP gibt plus dieses Gambo. Weil das, was auf The Bowie passiert, ist wirkliches Gambo. Weil wir auf Unity so gesehen haben, das war kein Gambo, das war reinkicken, Alter. Das war gar nichts. Das war nicht mal 50% von denen aufgefahren, was eigentlich möglich ist, Alter. Gibt aber bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, so konzeptmäßig das auch mit RP zu verbinden. Auf irgendeine Art und Weise. Irgendwie ist die Nase noch. Oder ist das nur der Winkel? Ja, und The Bowie mit RP ist einfach so wie Unity. Ich muss mir überlegen. Hatten wir auf Unity überhaupt irgendwelche RP-Stränge jetzt mal wirklich? So wirklich welche, an die man sich erinnern könnte? Mir fällt keine ein, ehrlich nicht, ne? Ja, mit Cody, aber so ganz, ganz leicht ist nur. Aber wir haben, die einzige RP-Story, an die ich mich erinnern kann, ist, wo ich Stress mit euch hatte und wir die Raupen gemacht haben mit Denver. Wo es so gekriselt hat, untereinander. Ansonsten erinnere ich mich da an gar nichts, ne? Das war nicht nur kurzlebig, Alter. Das war gar nichts. So, ohne den Server jetzt zu dissen, das hat trotzdem Spaß gemacht. Das hat trotzdem Fun gemacht und war trotzdem geil. Nasenlänge. Kreditkarte abgelehnt worden, Insolvenz anmelden. True Cody, aber der Spielstand ist einfach nur, ja, das stimmt allerdings. Wir hatten coole Ansätze und andere, die versucht haben, mit uns zu RPen, hatten coole Ansätze. Aber es hat einfach absolut null funktioniert. Hat man ja bei der Kiez-Geschichte zum Beispiel gesehen. So, ohne jetzt gegen Kiez, so. Aber man klaut den 16 Millionen und da passiert einfach gar nichts, Alter. Ich war einmal auf KW, ja. Aber nur wegen so austauschmäßig. Ich habe da nie aktiv gespielt. Und auch HS manchmal auch zu viel. Der Anspruch war schon fast der Real-Life-Anspruch. Als wir da damals gezockt haben? Oder wann? Da meinte der Johnny ja mit gerade, aus RP ist viel Second Life geworden. Was stimmt. Man hatte unzählige Charakter. Und das war auch das Geile bei GTA Live. Das klingt vielleicht ein bisschen doof. Kann man aber auch wieder mit Immortal vergleichen. Auf dem Server waren alle Streamer. Und Streamer an sich bemühen sich immer um Content und haben sich Mühe gegeben. Und hatten ihre eigene Bubble. Und wenn jede Bubble auf dem Server sich Mühe gibt für RP, um coolen Sachen zu kreieren und zu gestalten, dann entsteht auch was Großes, Ganzes, was vielleicht cool sein kann. Das ist auch so eine Sache. Wie bei Immortal quasi. So viele große Streamer sind da. So viele Streamer wurden jetzt gepusht durch die großen Streamer. Und die Leute denken natürlich drüber nach und geben sich doppelt so viel Mühe jetzt wie einer, der vielleicht nur, nehmen wir mal wie so ein Bademeister oder einen Finn, ja. Die streamen nicht, die kicken nur rein quasi. Also nicht reinkicken, aber die müssen sich keine Mühe geben, weil die das unterhält, was die für sich machen. Ich schaue ein paar von GVMP, das macht noch Bock, da erzählt die Geschichte der Charakter und nicht, ob das Fail ist oder wie gut das RP-Niveau ist. Ja,
Kann ich nicht sagen. Ja doch, Finn, du spielst ja nicht für den Stream oder so, du spielst für dich. Und das, was du für dich machst, reicht dir. Hat auch viel mit Mindset und es ist eigentlich total cringe, darüber zu reden, Alter. Nach Nasenhöhe. Ich weiß nicht. Ja doch, wir lassen ihn so. Magst du überhaupt nicht, wenn es so viele Wenns, Abers und Verbote durch Regeln gibt? Weißt du, was schlimmer ist als Regeln, an die man sich halten sollte? Viel, viel schlimmer sind Leute, die sich permanent darauf berufen und jedes Mal, wenn die quasi Konter im RP kriegen oder denen irgendwas passiert, die sofort in den Support rennen. Und das war leider auf Unity so. Und zwar permanent. Ich meine, Finn und Bademeister und alle anderen, die jeden Tag in den Support mussten, klar war das irgendwo begründet. Aber das war so ein 50-50-Ding. 50% war das begründet und 50% wieder nicht. Die Leute wollten, ich habe Clips gesehen, die hätte ich gern on-Streamer gezeigt, aber ich wollte das einfach nicht, weil die Person, die sich dann da beschwert hat oder was weiß ich nicht, ich will da ja niemanden bloßstellen oder. Aber ich habe Clips gesehen, da wurde jemand am Erdbeerfeld überfallen, der sah aus wie ein Zivilist und der hat zu denen gesagt, ich werde euch mein Geld und so nicht geben, weil ich bin Mediziner. Oder diese, wer kennt die noch, diese Mule-OGs? Auch ganz viele. Leute, die sich einfach nicht überfallen lassen wollten und mit 4 Plattenreifen einfach weitergefahren sind. Die zum Verrecken nicht angehalten haben, bis sie vorm PD standen. Junkie Park waren ja auch die Cheater-Frack. Ja, war ja voll die Cheater-Frack. Absolut. Was ich schlimm fand, waren die Leute, die immer hinter den größten Streamern herliefen, als alles über Jano wollten sich hochziehen. Mit denen bin ich ehrlich, hat irgendwo keinen Bock gemacht. Aber das hast du immer. Guck mal, wie easy das ist. Okay, vielleicht ist es nicht easy, auf dem Server zu kommen, aber auch wieder Immortal-Ding. Wenn du auf dem Server drauf bist und ein bisschen was auf dem Kasten hast, so lustigen Charakter hast oder so, wie easy das für dich wäre, einen Streamer zu snipen, der quasi ganz neu in dieser Welt ist, und den einfach zu snipen und sich in seine Bubble reinzuzwingen. Einfach Montes snipen, 10k Zuschauer. Im Prinzip schon, ja. Oder du musst dann nur auf den Server kommen, Alter, und dahin rennen, wenn du ein bisschen was auf dem Kasten hast. Den helfen. Gehst du ein bisschen Stream snipen, der ist gerade in einer gefährlichen Situation oder sowas. Gehst du den da rausboxen. Dann bist du der größte Held, Junge. Von den Leuten, die da zugucken, von allen. Weil die halt neu in der Welt sind und nicht wissen, yo. Ah, das hat der extra gemacht oder so. Wie häufig ich wegen Power-IP im Support war. So ein Müll, da finde ich, trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Pilar machen einfach. Ich, Alter, weißt du, nicht das letzte Mal im Support war? Ich glaube, ich war, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war noch nie im Support. So wirklich. Scheiß drauf, solange nichts so Schlimmes passiert, scheiß drauf. Die Leute, die dich abfacken wollen und dich umknebeln oder whatever, die kennen das so oder so, ob es im Support geht oder nicht. Ich kenne einen, der hat auf Unity 17 Accounts oder so. Das hat den Scheiß interessiert, ob die den bannen. Der hat sich einfach wieder einen neuen gemacht. Haben die Fälle für dich gefiltert? Was passiert dir? Was passiert dir was? Wir stellen den Charakter auf GTA Live. Das verstehe ich nicht, Finn. Wenn sich Sachen häufen, die eigentlich passen, dann passt einfach der Server nicht fertig. Sehe ich auch so. Wollte gestern Element V joinen und wurde permagebannt wegen Cheater, obwohl ich nicht einmal drauf war. Dann ist dein Ruf dir vorausgeeilt wahrscheinlich. Oder kenne ich, weiß nicht mal, was Element V ist so. Was ist Server, ne? Noch nie gehört. Doch, habe ich wohl schon gehört. Aber noch nie irgendwas von gesehen. Das ist den Charakter jetzt.
Das passt schon. Er sieht ein bisschen älter aus. Oh mein Gott, man kann sogar runtergehen? Hab damals auf Eile angefangen und war bis zum Ende, hab seitdem nie wieder RP gezockt, war eine coole Zeit. Ja. Guck mal, ob die Custom-Hosen haben. Ich glaube nicht, dass der Finn zocken kommt. Der Leon hat auch nicht mehr so viel Zeit. Weil der ist am Arbeiten und so. Und Jamma und alle, die auf den Dings waren, außer Nate jetzt und so, die sind halt auch alle in den New World Dings. Nee, keine Custom Clothes. Gibt's wahrscheinlich dann nur im Shop. Die normale Jeans sind. Finn zockt doch auf Element mit die Hardys, ja, wenn man das Spiel nennen kann. Ich glaub nicht, dass der da Pommes macht, Alter. Was hat denn für Schuhe, Bruder? Sind die neu? Ach ne, das sind Schachbrotschuhe. Ah, das sind aber Custom-Schuhe. Da ziehen wir die an, die sind cool. Wird neu irgendwas? Was ist das denn? Passfoto machen. Man kann da sogar draufdrücken. Wie war man mit dem Schild jetzt in der Hand? Wie krass ist das denn, Alter? Ja, Mann. Wie geil ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen mit Passfoto. Hast du eigentlich noch Kontakt mit Opa, Jeff, Shorty und so? Also Shorty ja, Opa nicht mehr, der hat Freundin, keine Ahnung. Und den Jeff kenne ich nicht. Komm noch, Pommes war heute noch Affinity. Danju habe ich gesehen vorhin, dass er die ganze Zeit GTA gestartet hat. Was eigentlich mit den ganzen Boys von der Grove? Sind eigentlich alle nur am Start. Koopa, die zocken alle New World und so. Wir sind zumindest auf dem Ding. Kann das Vereinigte Staaten? Wo ist hier Dings? Ah, der sieht ein bisschen fucked up aus. Er meint bestimmt JFK ist auch noch unterwegs mit uns. Eigentlich fast alle. Eigentlich wirklich fast alle. Jetzt muss ich Foto neu machen. Erfassung abschließen. Oh, das ist echt gut gemacht, Alter. Yo. Nase zu groß, geh nix. Weiß ich, bin ich im Teamspeak. Vermisst er den Mo? Warum drang 200? Was geht denn jetzt ab, Junge? Alter! Was? Was? Ei, das hat wehgetan. Ich bin mal kurz auf dem Teamspeak. Tschüss.
Okay. Eigentlich hatte ich das geupdatet. Aber gut. Aber. Aber. Fuckings. Ja, ja, okay. Wahrscheinlich muss ich restarten. Was will der von mir? So. Naja, okay. Das war aber nicht das GTA Online-Dings-Intro. Sagen wir, okay, spielst du das neue GTA SA, wenn es draußen ist? Wird der mit Sicherheit. Werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, weil, why not? Hast du eigentlich nur Kontakt zu Pinsel? Ja, so ein bisschen. Wir haben uns bei WhatsApp. Und der spielt, glaube ich, momentan auf Sektor. Ich switch gleich sofort die Szene. Ich muss eben nur starten und einloggen. Und Sweatshot, vielen lieben Dank für den Resub im 8. Monat. Geht sofort weiter. Ja, er spielt auf Sektor. Der war ja auch ein bisschen auf Nifty unterwegs. Soweit ich weiß, will er auch auf GTA Live kommen und gucken. Aber das wollen viele momentan. Viele warten einfach nur ab, bis ein paar Leute auf GTA Live draufkommen, damit die selbst starten können, weil keiner hat Bock, großartig einen Server so dumm das klingt mit aufzubauen und da zu spielen, wenn da noch nichts los ist. Wenn man das schon 100.000 Mal gemacht hat. Medic RP, nee. Ist ja der alte Charakter, ne? Wir haben eine Background-Story. Mal gucken. Aber einer muss anfangen, das stimmt allerdings. Ja, ist der Schattenmann. Boah, Performance, also. Ich hab keine Ahnung von den Keybinds, ne? Ich hab. Fuck, ich muss kurz gucken. Hier ist er wahrscheinlich eh gerade. Kurz in eine Discord-App. Da hatten die irgendwo mal die. Oder was ist das für ein Teamspeak-Käfer hier? Mir öffnet sich die ganze Zeit so ein Whisper-Verlauf. F1 war das? Ui. Voice Rain. Boah, das ist auch fancy. Das ist auch so ein typisches Feature. Boah, das ist richtig fancy, Alter. Lauter sprechen? Ui. Ah, so kannst du schreien, okay. Oder was ist hier mit dem Teams? Was ist das denn, Alter? Option, Junge. Bin ich angewispert. Ist alt wie ja. Ja, ja, hab ich schon. Ist aber ein komischer Knobel. Du hast quasi eine Taste zum Schreien. Das ist ja mega fresh.
Mit dem Finger zeigen, Inventar öffnen. Da muss festhalten, okay? Wir haben sogar den richtigen Torso gesetzt beim T-Shirt. Da hat sich jemand Mühe gemacht. Inventar. Was? Boah, das, Alter, muss auch erstmal lernen, ne? Also wenn quasi jemand kommt und sagt, gib mir mal deinen Ausweis, dann auf Benutzen, und dann musst du den anklicken. Ah, da ist doch der Pinsel. Pinsel, Dankeschön für den Host und guten Abend. Der Gegenstand kann nicht benutzt werden. Eigen, sorry. Denk mir gerade selbst, wenn man, das ist halt richtig. Das ist halt echt. Und man kann mit Escape das alles wieder zumachen. Okay, was haben wir noch? Ergeben, ist uninteressant. Spielermenü. Einstellung. Ja, was das ist? Türen, Konsole, ist uninteressant. Haben die echt die Konsole aktiviert? Eieiei. Ah ne, ich dachte schon, das wäre die MLO. Tastenbelegung, Hauptmenü, Ende, Ducken. Gut, die haben nicht dieses Hinlegen, Alter. Das ist sexy, kann man rennen? Kann man. Mal ein bisschen lauter kurz. Ah, Bild hoch und Bild. Oh, das ist auch Six. Ich muss wahrscheinlich erst mein Handy nutzen. Ja. Auch schön. Lustige Einleitungstext einrichten. Ich kann jetzt hier ein Passwort eingeben. Ach, PIN erstellen. Oder. Ich muss meinen PIN eingeben? Was man übrigens auch über Dings kann, damit keiner sieht, welche Zahlen ich klicke. Auch gut gemacht. Sehr schick. Der Hintergrund kann bei Handys ein bisschen groß, ne? Aber ist nicht schlimm. Keine Einstellung, kein Background. Background wäre noch cool und Handygröße. Und hat noch keinen Sound. Aber auch nicht schlimm. Kann man das ausschalten, dass man die PIN eingeben muss? Notruf? Ah, Notruf kannst du nicht klicken. Kommt alles noch. Aber es ist schön, sehr schön. FPS sind absolut insane, Alter. Interaktion mit Fahrzeug, sauer ist mal uninteressant. Numpad ist aber nur Tempomat, okay. Blinker sogar. Funk. Warte mal, wo ist eine Interaktion? Gibt's das? So E oder so? Ah, da E, okay. Kann man die benutzen? Ui. Ich glaube, ich habe keine, oder?
einfach mal versuchen, den Personalausweis reinzustecken. Aber ich habe noch keine. Da muss ich wahrscheinlich zur Bank gehen, mir ein Konto eröffnen. Halt, wie ist der Shit? Habe ich auch ein Jahr gespielt. Das ist nach The Bowie das allererste Mal, dass ich auf einem Alt-Wii-Server bin. Ich kenne nur Rage, Alter. Map haben sie auch vorinstalliert. Diese ganze Blip-Scheiße braucht man eh nicht auf dem Dings, Alter. Nur das Nötigste. Krankenhaus ist da. Da ist noch eins, was ist das hier? Department of Justice. Ich finde clean Maps immer besser. Aber eine Bank, ne? Was ist das hier? State Governor. Da müssen wir wahrscheinlich auch hin. Wir laufen einfach mal. Wir haben ja eh Zeit. Und unter M werden wahrscheinlich Animationen und sowas kommen. Ich finde das auch immer richtig sexy, wenn Server so ein bisschen zurückgreifen auf dieses GTA Online-Ding, ne? Diese Menüführung, so M für Menü und so, I Inventar. Oder kann ich mir hier unten schon was machen? Grüß dich. Konto öffnen. Benutzen. Ah, der Sound ist sehr, sehr laut. Das Bankkonto wurde vorgestellt, das Konto hat die Kontonummer 420-277-350. Perfekt. Mit der Bank kannst du dir jemanden auf dein Konto Zugriff, Veränderungen vornehmen, Beweisen durchführen und dann drin. Ne? Der PIN-Ka lautet 2811. Ah, ja. Ja. Ich gebe dir mal meine PIN-Karte, du blöde Pfott. Ich war damals schon mal hier. Eigentlich hatte ich ein Konto mit 500 Milliarden Dollar. Und wo ist mein Panzer? Ach, 2011 war der PIN von meinem Konto mit 16. Finde ich auch cool, dass man ein bisschen warten muss. Guck gleich mal, ob das Fahrrad auf ist. Weg Diebstahl, Junge. Okay, ich habe wahrscheinlich meine Bankkarte. Gut, Dankeschön. Und verkauft der Motherfucker hier? Autohändler. Okay. Geht zum Interagieren. $260. Muss ich mal kurz gucken, wie viel Geld ich habe. Ob die mir was geschenkt haben. Ich will wissen, wo mein Bagger ist. Aber Junge, Alter. Warte mal. Draußen steht ein Fahrrad. Oder ist das auch wieder zum Interagieren? Kein Geld ausgeben, ich muss sparen. Abgeschlossen. Nummernschild. Cool. Also. Anzeigen. $5,000. Das ist nett. Dankeschön. Dann kaufen wir uns so mal ein Fahrrad. In den Warenkorb. Okay. Dann muss man wahrscheinlich hier hin. Und bezahlen. Mit Karte. Und PIN eingeben. Wie realistisch willst du das haben? Das haben wir verarbeitet. Der Artikel wurde in mein Inventar gelegt. Habe ich ein Fahrrad im Ding oder was?
Jetzt ein Fahrrad in der Hose. Ne, aber den Schlüssel. Okay, verschieben. Wenn ich jetzt meinen Schlüssel habe, ja. Rucksack. Aktion benutzen. Warum heißt denn das Brumm Brumm? Und welches ist jetzt mein Fahrrad hier? Wo kriege ich mein Fahrrad? Ist das mein Fahrrad? Wegwerfen. Ein Z. Das ist mein Fahrrad. L. Ups. Man muss wahrscheinlich das ist sehr, sehr kompliziert. Oder ich bin zu doof dafür. In die Hand nehmen oder so ein Scheiß, Alter? Obwohl, jetzt sag ich, du musst jedes Mal. Nee. Oder? Ey, Bro. Ihr wisst das, Chat, ihr wisst das schon. Jetzt wirklich? Alter, das ist mega kompliziert. Jamie, danke schön für den Resub im 14. Alter, Bruder. Auf- und zuschließen, L. Yo, cool. Super cool. Interagieren. Das ist halt super kompliziert. Also, mach mal bitte einer Backseat-Cam. Ich dreh gleich durch, ne? Jetzt mal, wie soll das funktionieren, Alter? Jetzt hab ich den in der Hand. Ja, super. Und jetzt? Nicht wegwerfen. Verschieben nach Hose. Cube, Dankeschön für den Resub 24. Was ist denn da? Hallo? Ich kenn sowas nicht. Ich kann hingehen und eine Taste drücken. Dann geht das auf. Dann macht er piep, piep und fertig, Junge. Das ist nicht mein Fahrrad wahrscheinlich, ne? Boah. Dann ist. Ey, leck, dann ist das da hinten meins. Hoffe ich. Ah. Bruder. Naja gut, haben wir das auch hinbekommen? Und ich war falsch. Ach komm, ihr hättet das auch nicht gecheckt, Alter. Das ist wieder Quality of Life.
First try, ja, ja, geh nix. Vor allem du, Caleb, Alter. Geh ab in eine Mine mit dir. Mission Past Respect Plus. Duplo geht. Wisst ihr, was ich richtig unangenehm finde? So richtig, richtig unangenehm. Das hat doch nichts mit dem Server zu tun, sondern mit der Mod an sich. Wenn man einmal 5M gespielt hat, ne? Und die Straßen sind einfach komplett leer, Alter. Selbst wenn hier 1000 Spieler drauf wären, wären die Straßen einfach komplett leer. Diese Stille, dieses Meeresrauschen und so, das ist sehr unangenehm. Im Video lass dich so aussehen, als hättest du First Try geschafft. Kuss, Bruder. Ich küsse doch dein Herz, Da Vinci. Und Dondi, Dankeschön für den Bisa am 25. Erwartet kein RP, ne? Ich sag, wie es ist. Wir haben 1 Uhr nachts und ich weiß nicht, wie viele Leute hier drauf sind. Was geht denn jetzt ab? Weil wie gibt es auch NPCs, aber nicht diese Dings-NPCs, oder? Habe ich zum Beispiel noch nie gehört oder gesehen. Was meinst du, wie das ist, wenn du mit Anfängern ist die alleine P. Was? Was meinst du, wie das ist, wenn du mit Anfängern ist die alleine RP spielen? Verstehe ich nicht. Was ist denn hier los, Junge? Oh, haben die. Oh. Keine schlechte Idee, Alter. Eine kleine Dings hier hinzumachen. Der Zaun ist ein bisschen komplett übertrieben, aber yo. Eine kleine Kartbahn. Hallo, Henna. Henna, du bist ja immer noch kein Partner. Nee, Immortal ist nichts für mich, Bruder. Das ist cool. Stream auch wenig. Warum? Achso, du meinst, wenn du mit RP Neulingen spielst, dann. Ja, aber pff. Grüße, Flöchen, Grüße. Ich bin zu Hause. Hier hat sich ja gar nichts verändert. Wenn da jetzt unten Autos stehen, ne, Junge? Grove Street Home. Da stinkt immer nur Fisch hier. Einfach mal die Ambient-Mucke ausmachen, Alter. Sonst knallt die MCA wieder rein. Kein Heller Müller, warum? Der alte Anwalt? Ich frage mich, ob die Shops hier aktiv sind, weil es gibt keinen Blip dafür. Aber irgendwo, warte mal. Habe ich Hunger? Wo sehe ich, ob ich Hunger habe? Ja, was geht ab, Bitch? Ach so, stimmt. Da muss dann bestimmt. Das hab ich doch. Ah.
Ich finde die Icons ziemlich cool, Alter. Das ist richtig sexy. Ich will kein Bier. Ah. Dose Orang-Otang. Ey, das ist ein Tinkepäckchen, Alter. Du musst dir dein Zeug hier holen und mit deinem Warenkorb, den du imaginär hast, zur Kasse gehen. Und du hast das wahrscheinlich noch nicht in der Hose. Also muss man hier bezahlen gehen. $20, Alter. Bezahlen mit Karte. Wie ist in der Hose? Super. Danke. Habe ich auch so noch nie gesehen. Auch cool. Wo sind die Sachen denn jetzt? Wahrscheinlich im Rucksack. Natürlich. Nutzen. Erfolg. Ja, da fehlt noch die Essensanimation, aber das ist auch nicht wild. Kann man? Du musst dich immer selber auswählen. Kannst du jemanden noch force feeden oder was? Du musst dich immer selber auswählen, wenn du was zu dir nehmen willst. Oh, da gibt's schon eine Animation. Oder gibt's doch eine Essensanimation und ich habe die gerade nicht gesehen. Du hast eine leere Dose? Die behalte ich dafür. Doch, ich fand das Pfand drauf, Junge. Lass mich doch nicht lumpen. Malek, wo bist du? Hast du dein Tribal-Tattoo nicht fertig? Ja, das ist cool mit der leeren Dose. Viel rumgeklicke. Ich brauche Arbeitslosengeld. Wahrscheinlich hier dann. Viele von damals kommen wieder. Ja, das Problem, Henna, habe ich vorhin schon gesagt, das Problem ist, dass viele Leute warten, bis genug da sind, damit es sich lohnt quasi. Die Boombox funktioniert. Und es steht schon ein Auto. Oh, oh. Vielleicht später mal Video hoch von den Anfängen. Vielleicht kommen ein paar Leute zusammen. Wenn du da irgendwas schneiden kannst, dann wünsche ich gerne, aber mach dir nicht die Mühe, weil es ist ja, wir machen gerade nichts hier, ne? Welche Stimme wirst du nehmen? Ich werde wahrscheinlich so spielen wie auf Nifty, also von der Stimme. Ich kann die alte nicht mehr durchziehen. Darf ich Kritik ausüben? Ich finde halt MLO. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich weiß, das ist nicht selbst gemacht, das ist gekauft wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass das gekauft ist. Und dass keine Version davon benutzt wurde, die irgendwo geleakt ist. Weil das nämlich absolute Performance-Scheiße zieht. Wenn man drin ist, nicht, aber wenn man draußen ist, droppen die FPS von 120 auf 87. Pre-MLOs, Alter, sind ekelhaft. Du darfst da nicht drin sein wegen Musik oder so, nicht? Ach, scheiß drauf, Digga. Ah, ja. Das MLO.
Ja, ich weiß, welches das ist. Das ist nämlich Bennys und das hier ist verbunden. Und da vorne ist noch ein Bennys. Den gleichen Scheiß hat Nifty auch gehabt, Alter. Nicht gut, nicht gut. Ich hoffe, dass das gekauft ist. Das ist nämlich von... Boah, schade, dass Juri gerade nicht hier ist. Der Typ, der diese MLOs hier macht, der ist der größte... Der gibt nämlich einen absoluten Fick, Alter. Der klatscht die Scheiße einfach nur hin und der hilft auch nicht bei die Kacke. Die ganze Kacke mussten wir hier selber fixen für Nifty. Also Juri hat das gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt in der Konsole so die Fehler sieht. Wie man auf 5M die sieht. Viele Autos. Gaps heißt der Hermann. Gaps ist ein Wichser. Der macht nur Quality Stuff für Dings. Für No Pixel. Und das war's. Meist ist das sowieso MLO 5M. Was? Du meinst, die meisten Leute auf 5M nutzen diese MLOs. Ja, das stimmt. Weil das einfach MLOs sind, an die man easy rankommt. Naja, Juri macht nicht alles auf drei Plattformen. Juri macht alles performant. Und das ist wichtiger als Aussehen und alles andere. Das ist, sag ich doch, hier ist auch Bennys. Ich bin halt immer noch im Kopf getrimmt seit Alternate. Performance geht über alles, auch über Features. Ah, den Stadtpark. Ich auch. Stadtpark ist auch der, den Nifty hatte. Der war leider auch nicht. Aber ich weiß ja nicht, was Dennis und so, ob die da reingepayt haben. Kennt man. Ist eigentlich aus mit dem Server, mit den ganzen NPCs gewonnen und war doch Nifty. Ja, war Nifty. Ja. Wie meinst du das aus? Also ich spiele nicht mehr auf Nifty. Jetzt zumindest haben sie das hier hinbekommen mit den Bäumen. Ich denke mal, die haben das gekauft. Hoffe ich. Was ist denn das da hinten für eine Pommes? Krankenhaus wird man wahrscheinlich schon kennen. Ja, sehr klar, der Stadtpark ist geil. Was ist denn das da oben? What is that? Tankstelle für E-Autos wahrscheinlich. Ja, cool. Hab ich noch nie gesehen. Nicht schlecht. Also. Krankenhaus wird wahrscheinlich das sein, was man überall sieht. Ah, da muss der Juri einiges bauen. Mit 100%iger Sicherheit auch das Gaps-Krankenhaus. Ja. Aber hier gibt es jetzt einen Unterschied, Chat. Das zeige ich euch jetzt. Zwischen der Version, die absolut unperformant ist und die du in die Tonne kloppen kannst, und zwischen der, die gut funktioniert und auch ein bisschen performant ist. Und das sieht man an den Türen. Und das ist die gute Version. Erinnert ihr euch an Nifty, die schlechtere MLO davon, die Version davon, wo die Türen einfach 500 Kilo gewogen haben? Unten und oben Eingang verbunden. Ja, wahrscheinlich mit dem Teleporter, ne? Mit dem Fahrstuhl.
Ich meine, das Krankenhaus ist nicht schlecht, Alter. In meinen Augen reicht das vollkommen aus. Man sieht's halt nur überall. Aber schlecht ist es nicht. Ist Juri nicht mehr bei Unity? Schon lang nicht mehr. Pax auch in der Thermal, kenne ich nicht. Also soll nicht heißen, dass der schlecht ist, aber habe ich noch nie gehört. Ist ja nicht durchgekommen mit Rollstuhl, stimmt. Baut gutes PD. Aber Henna, wie machst du das fest? Ob das eine gute MLO ist oder nicht? Weil das schön aussieht? Ich hab mir der PD nicht angeguckt, ne? Können wir bitte nach Schwarzwasser? Geht nix sein. Aber ich werde mir LS Customs angucken. Und ich hoffe, dass die dafür keine MLO verwendet haben. Haben sie nicht, zum Glück. Und die Bennys MLO ist wahrscheinlich nur drinne wegen dem Dings. Wegen dem Abschlepphof, weil die zusammengehören. Ich glaube, ich bin so gut wie allein. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier drauf sind, aber ich habe bisher noch niemanden getroffen. Und bitte, lieber Gott, lass das Krankenhaus hier nicht dieses riesige Scheißding sein. Oh mein Gott, ich will keine. Das ist keine böse Kritik. Geht ja live, Mr. Geht ja live. Was war das denn? Oh, Bruder, bitte nicht. Warum? Vielleicht wird das ja noch ersetzt. Und vielleicht. Ich kenn dieses MLO nur, da das absolut verbuggte Scheiße ist. Was ist denn das da vorne für ein Ding, Alter? Haben die hier so Handymast-Dinger? Doch ein Handymast. Was ist das denn für ein Sound, Junge? What is that? Junge. Kann man die Dinger, hat das vielleicht mit einem Hackenjob zu tun irgendwann mal? Dass man die Dinger hacken kann und dann so Gespräche abhören kann und so ein Quatsch? Das wäre cool. Was ist denn mit Reunion von Pina, Twinkie und Pinsel? Hä? Was? Wo, Bruder, wo? Aber schon coole Autos. Also die MLO sagt mir gar nichts. Wahrscheinlich haben die selber gemacht. Genau wie dem Flughafen, der ist, glaube ich, auch selbst gemacht. Den habe ich auch noch nie gesehen. Oder ist das auch wieder von Gaps? Big P ist tot? Nein, Big P ist nicht tot. Der wird irgendwann mal irgendwo mal wieder rausgeholt. Wahrscheinlich sind die Leute, die gerade drauf sind, irgendwo am Arbeiten, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Hier muss man das auch so machen. Big Nana. Kann man sich die vorher nicht ansehen oder bin ich zu doof dafür? Ich weiß nicht, ob man den Rucksack tragen muss, Bruder. Gibt's eine Pew?
keine Dings. Ich bin dumm. Sorry. Wahrscheinlich muss man hier drauf drücken, ja. $700. Cool. Sexy. Ich glaube, man muss den tragen, Da Vinci. Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich jetzt gar keinen Bock zu sortieren, ehrlich nicht. Mir egal. Ja, ich weiß. Ist von GTA 5 Mods. Ist kein Testserver, ist schon der Live-Server. Und warum hier noch nichts los ist, ist, weil der Server einfach komplett neu ist. Und den nicht wirklich jemand auf dem Schirm hat. Und weil wir auch schon halb zwei haben. Die Leute warten halt eher, bis der Server sich ein bisschen füllt, bis sie selbst spielen gehen. Weil wie man sieht, oder beziehungsweise letztens bei Stay gesehen hat, der war ja schon früher online, du kannst nichts Großartiges machen, außer arbeiten gehen. Das ändert sich ja dann mit der Zeit, hoffentlich. Die meisten Leute haben keinen Bock darauf aufzubauen. Bis genug Spieler da sind, damit es sich für alle lohnt. Und weil es etwas schwerer ist, da drauf zu kommen, in meinen Augen ist das absolut nicht schwer, auf den Server zu kommen. 1000 Buchstaben zu schreiben für eine Bewerbung, das ist in 5 Minuten gemacht. Da schreibt man kurz seinen Charakter hin, was der macht oder was der vorhat, woher der kommt, was für Eigenschaften hat und fertig. Arbeitslosengeld. Beantragen. Identity Card. Benutzen. Banknummer. Bruder. Nee. Ja, dann gehen wir mal zum ATM. Ich glaube, wir müssen unsere Kontonummer abschreiben. Kraftmeier, Dankeschön für den Resub im 19. Stufe 2 sogar. Kussi, Kussi. Und Kinder, Dankeschön für den Prime 32. Ist dein Herz zurück? Super. Kontoinformation. Stimmt, das war ja die Dings. So, 20. Geht doch da. Hab ich das nicht gesehen? Ja, jo, was geht ab, Alter? Dankeschön. Hau rein, ne? Mal oben gucken. Die hab ich auch noch nie gesehen, die MLU. Ich glaube, die ist auch selbst gemacht. Oder? Boah. Hallo, ist da jemand? Ich krieg zu wenig Arbeitslosengeld.
Gab's schon mal woanders? Die gibt es auf KW, okay. Hab ich noch nie gesehen. Wir brauchen unbedingt die Affenmaske wieder. Aber ich muss ja gucken, ob ich hier rumquatschen. Es gibt leider keinen Indikator dafür, ob man gemutet ist im Teamspeak oder nicht. Oder ich übersehe den gerade. Ja, sonst ist nichts markiert. Ich denke, woanders gibt es nur nichts. Wo dieses Chihuahua-Ding ist ja auch nicht markiert, ne? Ach, PD wollten wir uns angucken. Lass so ein paar Ballers in den Kopf schießen. Stimmt, ich habe mir die Jobs gar nicht angeguckt, ne? Aber wahrscheinlich so Pizza-Dings haben wir ja schon gesehen. Also zum Teil habe ich das schon gesehen. Meta, by the way. Mini-Jobs. Ja, ich bin auch gespannt, wer spielen kommt. Die bringen auch jeden Tag jetzt neuere Updates, mehr Performance und Sachen werden hinzugefügt. Hoffentlich kommt die einäugige Puppe, ich denke nicht. Hallo Dennis. Und Klamottenshop will ich mir angucken. Ein paar custom Klamotten haben die. 2017 beste RP. Ja, für mich. 2017 war ich. Ist ja Home Sweet Home hier, ne? An der MLO drin? Melanie Kowalski, der Stream-Sniper, Alter. Ja, ja. Oh, das ist Juris PD. Das von GTA 5 Mods. Doch nicht. Ei, ei. Immer auch schon. Auch Gaps. Bin einfach so frech und fahre da jetzt runter. So gucken, ob die Garagen aufgeben, wenn du kein Korb bist und ob man die abschließen kann. Super, gut gemacht. Hast Lensch eigentlich schon Würgemale? Junge, das ist, glaube ich, das erste Thema, was ich rausholen werde, wenn ich den treffe. Man darf ja hier bis zu 5 Leute kennen von damals.
Und das wird auf jeden Fall Mila sein und Lensch und die anderen drei weiß ich noch nicht. Richtiger Investigator. Und ist jemand? Ein Mädchen. Hammerske. Mila! Hallo? Hallo? Bist du betrunken? Hallo? Was geht ab? Oh mein Gott, irgendwas ist ganz Schönes mit mir passiert. Hast du mich gehauen? Warum? Ich hab dich im... Hallo, was? Bist du bescheuert? Hör auf, mich zu treten! Aber mir geht's nicht so gut. Was denn? Ich hab dich am Flughafen verloren. Ich wusste nicht mehr, wo du bist. Was für Lampen hast du gefragt? Ich hab die ganze Zeit gewartet bei dem Typ, der mir ein Fahrrad verkauft hat. Du bist nicht aufgetaucht, du blöde Kuh. Riech an meinen Finger. Riech an meinen Finger, dann weißt du, dass ich nicht lüge. Und? Ich habe im Flughafen gewartet. Aber du kamst nicht. Siehst du, ich habe dir gesagt, dass ich kein Lügner bin. Bricht überhaupt nicht in der Kacke. Hast du dir... Du musst denken. Was laberst du auf so einen Scheiß erzählen? Die Leute hören uns. Wo gehst... Yo. Wieder warte. Wo gehst du hin? Machst du duschen, heb mal die Hand hoch. Machst du duschen, heb mal die Hand hoch und lass mich riechen. Aha, aha. Oh mein Gott, Mila, die Leute im Park sehen das. Mila, wir sind gerade erst gekommen, denn du fängst schon so an. Wir sind gerade erst mit dem Flugzeug gelandet. Bist du bescheuert? Die Leute kennen... Ich war mal eine große Nummer hier. Weißt du, was sie von mir denken? Jetzt steh auf. Und lass die Körper sehen. Jo. Bist du vom Flughafen hergelaufen? Oh mein Gott, halbe Naruto. Komm. Das ist sehr schwierig mit dir heute. bist du da? Wo ist denn dein Fahrrad? Hast du kein Fahrrad? Nee? Kannst du aufhören, damit mich zu erschrecken? Ja, dann kannst du dich mal auf meinem... Hör auf, was machst du? Fahr mal mit meinem Fahrrad. Und danach riech mal am Sattel. Okay. Nein, nein. Bleib hier. Mila. So kannst du nicht mit mir umgehen. Weißt du, was für ein kranker Motherfucker ich war? Ich hab dir davon erzählt. Weißt du, was ich für ein Motherfucker hier war?
Ich habe dir davon erzählt, hab ein bisschen Respekt. Kannst du mal da vorne hinlaufen? Jau. Du? Okay. Jau, aber nicht heute. Ich bin müde. Wir brauchen ein Teilzimmer. Ich hab zwar noch eine Wohnung hier, aber ich hab den Schlüssel nicht mehr. Ich kann kein Hotel kaufen. Sollen wir zum Store gehen? Mir ist ein bisschen kalt. Ja, ein Hotel mieten. Doch nicht kaufen. Du weißt genau, ich hab kein Geld mehr. Das Luxusleben ist vorbei. Kannst du da vorne mal kurz hinlaufen? Mach mal bitte. Kannst du bitte da hinlaufen, da vorne? Guck, nein! Nicht so weit, komm wieder zurück. Ich wollte nur gucken, ob du die guten Rennschuhe an hast. Nein, kannst du wieder herkommen. Komm, wir laufen zum Store. Nein, komm wieder her, bitte. Komm, wir laufen in mein Viertel, da ist ein Store, da. Halt jetzt deinen Schnauze und komm her! Nein, komm doch her. Komm, wir gehen zum Store. Kannst du bitte herkommen? Was? Hallo? Wo bist du hin? Ist die gecrashed, Alter? Keine Ahnung, Bruder. Mo, dankeschön für die Prime 12. Nein, ja, jetzt, Bruder, dankeschön. Wir warten einfach mal kurz. Ich glaube, die ist weggecrashed. Ja. Mila, kannst du mich hören? Ich würde immer das verlangen, T zu drücken und / A-Smoke einzugeben, ne? Hotkeys hinzufügen, Mikrofon umschalten. Ah, super, okay. Ich habe immer vorher mit dem Mute-Knopf Full Mute gehabt. So leer, ja, Bruder, das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist halt, wenn man 5M gezockt hat, ne? Sie hat mir gar nicht ihre Nummer gegeben. Kurz vor zwei Köln ist noch online, diese andere 2017 Vibe. Und da oben? Ein MLO? Da oben an der Tür ist irgendwas. Aber es ist, glaube ich, kein MLO, die wird von hier nicht geladen werden. Heute bist du zwar online und moin wieder Deutsch, selbst wenn es so ist, Sly. Selbst wenn es so ist. Willst du mich jetzt dissen?
Wenn gleich noch ein schwarzer Chef da vorbeifährt, dann muss ich aber wirklich los. Ach, der alte Mann pennt schon. Ich glaube nicht, dass der eine Pommes unterwegs ist. Nö, würde ich fühlen, dann kann ich Schlafrhythmus fixen. Ah, das kenne ich, das Problem. Oder das kannte ich, aber das wird eh nie funktionieren. Ey. Die gibt mir was auf die Nerven. Wo ist die hin? Und warum habe ich diese komischen Lichtfehler? Ach, ich glaube, ich weiß warum. Aber bitte, lieber Gott, lass mich. Ich glaube, ich habe dieses Alt-Wie-Scheiß noch installiert. Ach, nicht Alt-Wie. Wie heißt das? Die Straßenlaternen, Alter, von diesem Kack-Mod-Shit. NVE, genau. Da habe ich mir nämlich nur die Lichter rausgepickt gehabt damals. Aber anscheinend funktioniert das und halt wie nicht so wie auf 5M. Ja. Das ist ein CPU. Keine Ahnung, wo die hin ist. Auf jeden Fall taucht sie nicht mehr auf. Ich geh mal Klamottenshop gucken. Kommt die wieder aus? Die? Keine Ahnung, Alter. Das kann sein, dass die nicht gecrashed ist, dass die da irgendwo hinrennt oder irgendwo rumrennt. Ich weiß nicht, was die macht. Oder sollen wir die suchen gehen? So wie ich die... Das Problem bei der ist immer, die interessiert das nicht, ob 50.000 Leute auf dem Server online sind. Ich hab immer Angst, dass ich nicht gemutet bin. Ob 50.000 Leute online sind oder nur zwei, Alter, die zieht ihr Ding einfach komplett durch. Würde mich nicht wundern, Alter, wenn die einfach in den Norden rennt. Geht aber Alex. Fahrrad auf dem Highway, Alter. So wieder. Die ist einfach irre. Ich muss unbedingt die Mod installieren. Deinstallieren. Hallo, Einhorni. Boah, diese Frau, ne? Egal, ich gehe zum Klamottenladen. Ich hab dir ja gesagt, dass ich zum Store will.
Hallo Justin. Wir gucken, welche Freemods die hier benutzen. Wie sieht es bislang aus? Gut, ist schön. Also das Menü ist absolut gut. Ich finde ein bisschen umständlich, damit den durchklicken und so, aber daran gewöhnt man sich schnell. Finde ich gut. Auch das mit dem Einkaufen und so ist cool. Ich weiß nicht, ob es noch eine Essensanzeige geben wird oder ob die nur aufploppt, wenn man hungrig ist. Gucken, wie das mit den Klamotten aussieht. Hier ist kein NPC, der Test, hier wird man wahrscheinlich nichts kaufen können. Doch, da ist einer. Nevermind. Uiuiuiuiui. Wenn jetzt. Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Oder sag. Bruder. Cool wäre das, wenn man oben sehen würde, ne? T-Shirts angucken oder Hoodies angucken. Oder sind. Wahrscheinlich T-Shirts. Oder auch nicht. Gibt's unterschiedliche Klamotten in unterschiedlichen Shops, Alter? Wenn ja, ist die Frage. Wo kriegt man Undershirts? Wie kann ich mir ein Undershirt dafür aussuchen? Das separat kaufen? Uiui, mein Schädel brennt. Das sind ja keine Undershirts hier. Gibt's nur eine Seite? Das gucke ich mir in Ruhe an, Alter. Da glüht mein Kopf schon wieder. Wo kann man Undershirts dann kaufen? Tschüss, Isade, schlaf gut und Amo Tigris, danke schön für den Booster beim Elf mit Kekusch. Huhut.
wieder zum anderen Klamottenladen. Der Panther. Kaufmenüs wirken jetzt nicht so geil. Es ist halt. Also in den Shops finde ich das gut, bei den Klamotten. Ui. Bin ich absolut kein Fan von solchen Systemen. Aber wird man sich auch dran gewöhnen, ist nichts Schlechtes. Und Lemus Maximus, Dankeschön für 5 gifte Zaps. Es ist. Dankeschön, Bruder. Ist nichts Schlechtes. Man muss halt herausfinden erstmal. Wie das ganze System funktioniert. Was ich auch cool finde, ist, dass es unterschiedliche NPCs in den Läden gibt und nicht immer den gleichen. Also schon sehr detailgetreu. Hat man gerade für ein Oberteil nochmal. Na, ist das gleiche. Kunden. What the f... So, jo, ist die neue Jacke. Undershirt würde mich halt mal interessieren. Sebi, dankeschön für den Resub im 6. Monat. Was? Was heißt nichts Schlechtes, finde, man darf das schon für sich beurteilen, aber das Kaufen im Klamottenshop ist jetzt nicht entscheidend, entscheidendes, denke ich. Es ist nicht schlecht, es funktioniert, also ist gut. Und es sieht nicht schlecht aus. Umständlich, mit den Klamotten ist umständlich. Ist das ein MLO? Nein. Man darf halt nicht vergessen, so schlimm das klingt, es gibt Leute, die haben halt einfach keinen Bock darauf. Du musst diese Menüführung so machen, dass das einfach zu verstehen ist. Auf Unity hat man bei den Klamottenladen die übelste Krise bekommen, Alter. Weil man sich permanent da durchklicken musste und so. Packt halt einfach ab. Aber das ist ja noch übersichtlich. Du weißt, okay, da sind Jacken. Und da sind T-Shirts und da sind die Hosen. Ich weiß nicht, ob alle Klamotten drin sind. Wahrscheinlich unterteilt zwischen Business und Streetwear. Gibt doch welche, die zum Teil unsortierte Klamotten mit Scrollen haben. Es ist halt echt nichts Schlechtes. Ja, ich habe keine Ahnung, wo Mila hingerannt ist. Klamotten anders schätzt, gucke ich mir mal morgen an. Weiß nicht, ob ich Hunger habe. Ich esse einfach mal vorsichtshalber. Das ist in meinen Augen richtig. Warum, Bruder? Guck mal. Ich möchte gerne auf dem Fahrrad was essen. Warum geht das nicht? Ich muss mich selber, warum muss ich mich auswählen dafür, wenn ich was essen will? Gib mir halt die Funktion, dass ich jemand anderen füttern kann, weil dann wird das Sinn machen. Ja, du machst einen Kappa, okay.
Samstag war Dankeschön für 100 Bits und Einhorn. Dankeschön für den Gifted Sub an den Alex. Why? Warum muss ich mich anklicken? Wahrscheinlich wird es die Option geben, dass du jemanden füttern kannst. Dann ist wiederum die Frage, muss derjenige, den du füttern willst, das akzeptieren oder kannst du den einfach forcen? Und gibt es negative Items, den du mit jemandem, also ne, die du verfüttern kannst, dass jemand irgendwie krank wird oder so ein Shit? Füttert mich der die EP, ja, ich sehe das jetzt schon. Dankeschön, Einhorni. Ihr Randgift und du kannst nichts dagegen tun. Ja, ja, genau sowas. Ich habe keine Ahnung, ob Mila gecrashed ist oder so. Ich werde jetzt ins Hotel gehen, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mir den Zeug angeguckt. Ist cool, das Menü ist echt gut. So wird das Risiko. Ich werde jetzt nicht in die Grove gehen und einfach so tun, als würde ich da wohnen. Geh da vorne hin. Cherry, Dankeschön für den Resub im 2. Monat. Stell mein Fahrrad hier hin. Heute Abend 19 Uhr wieder? Ja, ja. Mal gucken mit was. Ich werde mal im Auge behalten, wie viele Spieler schon draußen sind. Vielleicht gehen wir sogar EP zocken einfach. Kann man denn hier was essen? Oh, das ist Oma Turtle. Ah, ja. Warte mal, ist das nicht Kefka? War das nicht sind das Screenshots von damals? Nein, oder? Also hier ist noch kein NPC drin, ne? Kefka gab's nicht, ne? Gab's den erst auf Ultimate? You. Du. Hat übrigens die ganze Zeit keinen VOD-Sound an, aber ist ja nicht schlimm. Cody, danke schön für den Resub am 13. Keko Schneens. Geht. Also sieht gut aus. Ich hoffe, dass. Ja, sie lachen der Herr, aber ist ja egal, wir sind ja nur ein bisschen rumgefahren. Sieht gut aus. Ups. Jetzt peinlich, so. Ein paar mehr Spiele, dann geht das los. Ab geht's, auf geht's, ab geht's. Ich geh pennen. 2 Uhr, Profi, lass mich in Ruhe. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Danke fürs dabei sein, wir sehen uns nachher wieder. Ab 19 so. Gibt es da Langwaffen? Da gibt's noch gar nichts, was Waffen betrifft. Zum Glück. Gute Nacht, Dankeschön für den Support, bleibt gesund, wir sehen uns nachher. Lasst euch nicht anquatschen. Und Kuss, okay? Bye-bye. Bis nachher.